Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind mittlerweile ein ganzes Stück südlicher in Norwegen und hier ist einer der ersten Orte, den wir uns angucken, der Mardalsfossen, einer der höchsten Wasserfälle Europas und sogar auf der ganzen Welt. Und wir stehen hier gerade schon am Parkplatz und es ist auch schon ganz schön laut, weil der Wasserfall einfach so gigantisch ist. Und wir sehen ihn hier vom Parkplatz aus und haben ihn auch schon auf der Fahrt hierhin gesehen. Und deswegen gehen wir jetzt gleich los, um ihn auch noch etwas näher zu sehen. Wow Leute, der Wasserfall ist so gigantisch, aber der Wind geht so, weil der Wasserfall einfach so eine Wucht hat, es ist krass. Ja, und es ist auch richtig laut hier und wir hoffen, dass man uns einigermaßen hören kann. Wir schreien schon richtig, aber er ist absolut beeindruckend. Ja, und hier kommt auch die ganze Zeit so eine richtige Gischt runter von dem Wasserfall, obwohl wir noch mehrere hundert Meter davor stehen. Es ist einfach nur atemberaubend. Wir sind Yassi und Andi und wir sind seit August 2023 auf Weltreise. Wir lieben es, in der Natur zu sein, neue Orte zu entdecken und Abenteuer zu erleben. Wenn wir uns nicht gerade mit unserem selbst ausgebauten Camper Anja in Europa herumtreiben, reisen wir mit unseren Backpacks um die Welt und du kommst mit uns mit. Der Mardalsfossen ist 645 Meter hoch und die Wanderung dorthin ist in etwa 2,5 Kilometer lang und dort musst du auch 270 Meter nach oben gehen. Wir haben dafür circa 30 Minuten gebraucht und noch ein kleiner Tipp von uns oder eher Hinweis, die letzten 2,5 Kilometer zum Parkplatz sind eine Mautstraße, total crazy, weil das nur eine Kiesstraße ist und wir haben uns hier jetzt einen Stellplatz gesucht, direkt am See mit Blick auf den Wasserfall sogar noch. Und bei uns ist es jetzt schon 11 Uhr abends, deswegen geht es für uns jetzt dann ins Bett. So, wir hatten heute den ganzen Tag richtig schlechtes Wetter. Es hat jetzt aber schon langsam aufgerissen. Im Hintergrund kocht die Yassi, wir essen dann noch schnell und dann geht es auch schon raus und wir werden die Abendstunden noch ein bisschen ausnutzen und hoffen, dass es nicht mehr regnet. Und natürlich haben wir uns wieder eine steile Wanderung rausgesucht, nämlich 2,2 Kilometer und ungefähr 450 Höhenmeter. Das heißt, wir haben jetzt noch einiges vor uns und deswegen gehen wir gleich los. Wie weit sind wir jetzt schon? Ungefähr bei der Hälfte. Aber jetzt haben wir entdeckt, dass Treppen kommen und wir haben auch gerade in unserer Wander-App nachgeschaut, die gehen bis
ganz hoch jetzt, noch 250 Höhenmeter bis zum Gipfel, nur auf Treppen, und wir hassen Treppen wie die Pest. Es ist so grausam, immer Treppen. Normale Wanderwege gehen eigentlich immer, aber bei Treppen, da hört's auf. Es macht einfach keinen Spaß. Treppen sind einfach viel zu anstrengend. Ja. Schaut mal, was Andi jetzt noch gefunden hat. Richtig krass. Direkt noch vor den Treppen. Haben nämlich gerade noch Pause gemacht. Pflück's euch mal ab. Hier sieht man's. Die ersten Heidelbeeren. Krass, weil alle anderen, die wir bis jetzt gesehen haben, waren noch nicht reif. Und wir schauen bei jeder Wanderung. Ja, wann haben wir das letzte Mal geschaut? Gestern. Vorher. Und das ist echt geil. Jetzt haben wir Heidelbeeren, zum ersten Mal wilde Heidelbeeren. Also wird jetzt eine kleine Pause eingelegt. Ja, definitiv. Wie schmecken sie? Boah. Sind sie noch sauer? Bisschen sauer noch, aber auf jeden Fall schon reif. Echt lecker. Wir sind oben auf dem Prestaxler oder wie auch immer. Die Aussicht ist der absolute Hammer. Wir haben einen Rundumblick 360 Grad und egal wo du hinsiehst, es ist einfach nur ein Traum. Die Sonne ist jetzt auch noch mal richtig schön rausgekommen. Sie blendet so. Aber es tut richtig gut, vor allem weil der Wind hier oben echt ganz schön kalt ist. Ja. Deswegen haben wir jetzt auch Jacke und Pulli angezogen. Und es ist mittlerweile auch schon kurz nach 10 oder so. Deswegen ist machen echt wir uns schon noch kalt. Gleich wieder auf dem Weg runter, denn morgen steht ja auch wieder eine Wanderung an und wir wollen noch ein paar Heidelbeeren pflücken und mit runternehmen. Und da sind wir auch schon auf der nächsten Wanderung. Wir sind in Andalsnes und wir wollen heute auf den Ramstreken hochgehen, also kommt mit.
Wir sind jetzt endlich oben angekommen und die Wanderung war echt super anstrengend, weil Voll. Es waren 500 Höhenmeter auf 1,7 Kilometer und das war echt ganz schön ordentlich. Ja, aber es hat sich so gelohnt, die Aussicht wie immer natürlich ein Traum über die Stadt, über den Fjord, über die Täler, die Berge. Einfach nur ein Traum. Man kann sich nicht satt sehen hier, das ist Wahnsinn. Und wir haben beim Raufgehen was echt Krasses gesehen und sind so viele Triathlonläufer entgegengekommen. Kann schon gar nicht mehr reden. Und wir haben dann eine angesprochen, die wo da mitgelaufen ist. Und die hat einfach gesagt, dass die letzte Disziplin ist ja immer das Laufen. Und die sind einfach diesen Berg hochgelaufen. Aber nicht nur bis hierhin, sondern nochmal doppelt so weit. Sondern bis zum Gipfel hoch. Und zu das 990 sind dann, Meter. Ja, also total krass. Irre. Die sind den Berg hochgelaufen. Wir sind gerade noch so hochgekommen. Über Treppen, über Steinwurzel. Einfach nur verdammt steil. Und die laufen das einfach. Ja, da fühlt man sich gleich wieder schlecht. Hier oben ist es richtig windig. Vor allem, wenn man auf dem Aussichtspunkt vorne steht. Da ist es richtig windig. Deswegen unbedingt auch was Langes mit dabei haben. Als nächstes ging es dann für uns weiter zur Atlantikstraße. So, für uns geht's jetzt wieder weiter. Wir werden jetzt auf eine ganz besondere Insel fahren. Das kommt aber nicht mehr in diesem Video, sondern erst im nächsten. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann würde uns das riesig freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst und drückt unbedingt auf Abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns auf der Insel wieder.